is coming and the world is all prepared. Mami. Ja, mein Schatz? Gleich. Noch nicht! Da. Mann, was ist denn? Kann ich hier rein? Immer noch nicht! Mann! Ich hab gesagt! Mann. Oh, puh! Jetzt kannst du! Ja! Mami, wo ist denn Santa Claus? Wo ist er denn jetzt, Mami? Ich glaube, er ist gerade zum Schornstein raus. Tut mir leid. Ich glaube, du lügst, Mom. So? Santa gibt es gar nicht. Wirklich? Glaubst du das? Ja, das weiß ich. Kevin hat's mir gesagt. Und wie kommt es dann, dass er dir das hier dagelassen hat? Ist das für mich? Gib her. Hier, bitte. Ich habe das Gefühl, es wird dir gefallen. Hä? Honigbonbons? Wieso das denn? Ich dachte, die magst du doch so gern. Ja, schon. Eine ganze Packung, nur für dich allein. Na gut. Aber weißt du, was Dad mir geschenkt hat? Dad? Guck mal hier. Ein Handy? Und total neu. Woher hast du das? Dad hat's mir geschenkt. Hab ich doch gesagt. Martin, wenn du mich anlügst. Ich hab's im Keller gefunden. Im Keller? Was für ein Keller? Martin, du weißt, du kannst mir alles sagen. Aber du musst ehrlich sein. Versprochen? Ja, ja. Hä? Das ist er. Mann, das ist Dad. Was? Daddy! Hey, Marty Boy, komm mal her. Daddy! Oh. Bist du schon wieder schwerer geworden? Du siehst ja aus wie der Weihnachtsmann, Daddy. Ja, genau der bin ich heute. Frank, was soll das? Was soll was, Brenda? Daddy, du weißt guck genau, mal, was ich Mami meine. Geschenkt hat. Ach, weiß ich das? Ja, du. Und das heißt was, hä? Dass ich zu Weihnachten meinen Sohn nicht besuchen darf? Daddy, guck du doch weißt, mal, was die Richterin gesagt hat. Was? Jetzt guck doch mal. Die hat ja nicht mal selbst Kinder. Daddy. Die kann überhaupt nicht wissen, wie ein Vater so fühlt. Ja. Frank, du kannst hier nicht einfach so... Ich find's toll, dass du da bist, Daddy. Ja, da hörst du's, Brenda. Marty weiß, was er will. Nicht wahr, Marty? Ha? Genau. Ach. Das ist nicht fair, Frank, und das weißt Daddy? Du. Daddy, Mami hat mir blöde Bonbons geschenkt. Oh, Bonbons. Toll, Brenda. Und das hier. Was? Ach, was ist das denn? Martin, was soll das? Du hast doch gesagt, Daddy hat dir das Handy geschenkt. Cooles Teil, oder? Mit 3G und Speicher, alles dabei. Ah. Mami hat richtig Geld dafür ausgegeben. Ah, sieh mal einer an. Ist deine Mutter auf einmal zu Geld gekommen, oder was? Der Junge lügt, Frank. Ah? Ich lüge nie, Daddy. Du gehst sofort auf dein Zimmer, Martin. Mach ich nicht. Ich bleib hier. Keine Widerrede. Oh, du bleibst schön hier, Martin. Klar, Daddy. Frank, was soll das? Du darfst ihm nicht alles... Halt's mal! Weißt du eigentlich, wie respektlos das ist, du dämliche Kuh? Ja. Ich muss da draußen als Scheiß-Weihnachtsmann rumlaufen, um die Kohle für euch einzuholen. Und du schmeißt sie für so ein Scheiß-Handy raus. Da hat man wohl nicht richtig nachgedacht. Halt die Klappe! Ich hab ihm das Ding nicht geschenkt. Er hat gesagt, er hat es in irgendeinem Keller gefunden. Ihr haltet jetzt beide die Klappe! Oh, bitte. Was? Ich soll aufhören, hä? Von mir aus kannst du ruhig weiter. Da höre ich auf. Und zwar mich verarschen zu lassen. Ach, Mann. Das tut bestimmt weh, oder? Das hoffe ich, Marty. Gib mir das Handy, Junge. Von mir aus. Ich will es jetzt sowieso nicht mehr. Kannst Glaub du haben. Mir. Jetzt zeige ich dir mal, was ich damit mache, Sohnemann. Mir egal. Das Ding war sowieso blöd. Kevin hat ein viel besseres. Du so. Verfluchter Lügner! Lass meinen Sohn in Ruhe, du Schlampe! Du fasst ihn nicht an, klar? Du fasst meinen Sohn verdammt nochmal nicht an, du Hure! Du musst ihn immer provozieren, Mom. Du bist selber schuld. Du Hure! Du verdammtes Miststück! Frank! Bitte!
So. Hier. Mami? Mami? Ach, jetzt komm schon. Hau ab, Nati. Geh auf dein Zimmer. Ich glaub, du hast sie. Hier. Egal. Blödsinn. Ich hab sie bloß ein bisschen. Keine Bewegung! Polizei! Scheiße, was? Hier. Keine Bewegung! Weg von dem Jungen! Hey! Glaub, verpisst euch! Durchsucht das ist mein Haus! Ich will, dass die gesamte Hütte durchsucht wird! Geht klar! Frank Adams? Ja, ich bin Frank Adams, verdammt! Und das hier ist mein Haus! Junge, dort runter! Auf den Boden! Oh, yeah. Hast du nicht gehört, du krankes Arschloch? Jetzt geht's dir an den Kragen! Gott verdammt, Jack! Oh. Sieh dir das an! Was er mit der Frau gemacht hat! Du verfluchter Penner! Dafür wirst du bezahlen, du kranke Schwein! Rückseite gesichert! Küche gesichert! Siehst du, Marty? Schlafzimmer gesichert! Siehst du, wie sie deinen Vater fertig machen? Alles gesichert! Bring den Jungen weg! Alles klar, Jack! Junge! Lasst meinen Jungen in Ruhe! Hört ihr? Du heißt Martin? Ja, Sir. Sie sind Martin Adams. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich bin Sergeant Edward Rice. Du kannst Eddie zu mir sagen. Hallo, Eddie. Tschüss, Dad. Mach's gut. Hey, Martin. Ich suche dir jetzt ein paar Klamotten zusammen und dann bringen wir dich erstmal von hier weg. Okay? Ja, okay. Ach, Eddie? Ja, mein Junge. Es ist wirklich gut, dass Sie meinen Vater einsperren. Hm? Was? Er ist gefährlich. Ja, das stimmt wohl.